Oh yeah. Back to the roots. Back to the roots, Leute. So, Leute, willkommen zu einem neuen Projekt, welches ich selber kaum habe für möglich gehalten, aber dank Herr DK nun tatsächlich möglich ist. Ja, wunderbar. Ihr seht es vielleicht schon oben, was heißt ihr seht es vielleicht, ihr seht es schon oben am Titel. Project Zero 4 oder Fatal Frame 4. Ich habe gerade den Nebentitel vergessen, bin ich gut vorbereitet. Mask Lunar Eclipse oder irgendwie sowas. Ja, es ist tatsächlich möglich, dass ich jetzt, ich will nicht groß um den Brei rumreden, wir können tatsächlich, ich kann tatsächlich bei Project Zero 4 jetzt Let's Playen für euch. Und ich würde sagen, los geht's. Ohne große Umschweife. Ins neue Schocker-Abenteuer. Auf normal. Madoka, なんか思い出せた？うん、ずいぶん前のことだし。私たち5人が映っていたのは、確かにこの建物ね。うん。ねえ、美咲、本当にここに来ればよかったのかな？写真の場所でも何も思い出せなかったし。もう帰ろう。私の言う通りにしてればいいの。マドカもあんな風になりたいの？そう、私たちを見てしまった。次は私たちの番だ。神隠しにあった5人が順番に。やめてよ。そういえばこの感じ。どこに連れて行くの？連れて行かないで。Ich kann mich bewegen. Ja. So, das war das Intro. Wir sind wieder in einem Haus mit Madoka. Spielen wir. Wir haben hier das Menü. Ne, das ist die Karte. Huch. Unruhe Steuerung. Project Zero mit der Wii zu spielen. Aha, okay. Madoka. Ja, es steht zwar nicht ganz im Bild da unten, aber sie heißt Madoka. Warum auch immer. Okay, ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich. Hä, was zum Teufel? Warum sind die Untertitel auf Deutsch gewesen? Ganz einfach. Das Spiel läuft über einem Englisch-Patch und diese deutschen Untertitel wurden von mir nachträglich erst eingefügt, da ich euch das Spiel natürlich so verständlich wie möglich machen will, habe ich mich mal mit meiner Freundin zusammengesetzt, die ist nämlich verdammt gut in Englisch, um das Ganze ins Deutsche zu übersetzen. Ich hoffe, es gelingt mir während der Aufnahme das auch so rüberzubringen, weil so perfekt ist mein Englisch nämlich nicht. Aber, ja. Heißt natürlich auch gleichzeitig für euch, wundert euch nicht, dieses Projekt hier wird also ein Haufen Arbeit. Es wird also nicht regelmäßig kommen. Ja, so viel dazu und jetzt würde ich sagen, beginnen wir das Spiel. Photographs are literate inside the drawer. And on top of the shelf. Ja, unerkennliche Fotos, man sieht es da hinten. Mhm. Ja, also wie gesagt, ihr kriegt dann Untertitel, wo das alles... Achso, da drin in der Schublade. Ah, okay. Ihr kriegt das dann alles unten schon auf Deutsch übersetzt. Ich muss es versuchen, ja, für mich im Let's Play versuchen, einigermaßen verständlich hinzukriegen. Ah, same thing. Okay, ja, und in alter Project Zero-Manier haben wir natürlich wieder einen Charakter, der unglaublich schnell laufen kann. Hier, das ist ihre Laufgeschwindigkeit. Hey, hey, open it!
Oder auch nicht. Ja, folgen wir einfach mal der Misaki, wie sie ja hieß. Dum-di-dum-di-dum. We are so fast. So, ich hab den Anfang des Spiels, der ist mir nicht unbekannt, den kenne ich bereits. Gott, ist das dunkel. Soll also heißen, wundert euch nicht. Bis ich meine Waffe zum Wehren kriege, sag ich mal. Bis dahin kenne ich den Teil. When I stare to the empty eyes, it seems to be laughing or maybe crying. Ja. Strange, gruselig. Also wenn sie sich die Masken so ansieht, sieht es so aus. Als würden sie auslachen oder sie würde weinen. Misaki. Was ist mit ihr los? Besonders nett scheint sie nicht zu sein, zu unserer Madoka. Basic Operation, Run. Hey, das wusste ich bereits. Ja, wenn ich den Nunchuck schüttel, dann kann ich mich schnell umdrehen. So, huh. Na komm. Wii-Steuerung. Huh. Gut, dass das auch immer sofort klappt. Hust. Naja, die Wii. Ich würde sagen, da wird doch wieder was stimmt nicht aufgehen. Ja, ja, ja. Und ich freue mich, wie ein kleines Kind dieses Spiel spielen zu können. Es ist so toll, ey. Project Zero 4, geil. Ich kann die Reihe doch noch einen würdevollen Abschluss verpassen. Was ist denn das? Ich sag jetzt Taschenlampe. Ja, das Flashlight, weil ich glaube, ja, mit der Wiimote kann ich die kontrollieren. Ja, genau, das wird mir da gerade nochmal erklärt, okay. Misaki ist nicht hier, Misaki. Misaki? Where is she going? Where is she going? Wir folgen ihr einfach mal eiskalt. Wie über diese verdammten Masken an der Wand. Creepy. Oh, so ein bisschen live. Ja, die Masken sehen ziemlich lebendig aus. Umso beunruhigender. Lass mich rein. Scheint von der anderen Seite verschlossen zu sein. Wie sag ich? Ja, da steht was. Ja, der Schlüssel könnte hier irgendwo sein. Steht ich vielleicht hier, wo der Schlüssel ist? Ah, okay. Ja, im zweiten Stock in diesem Managed Office, da sollen wir den Schlüssel finden. Alles klar, gehen wir doch mal dahin. Also wie gesagt, den Anfang kenne ich noch und spätestens ab dem nächsten Part, denke ich, wird es dann auch wieder komplett blind für mich. Und wundert euch also nicht, wenn ich mich nicht direkt erschrecke. Denn das Spiel packt schon ziemlich gut aus. Oh yeah, laggy lag lag. So, ich wollte mal die Karte angucken. Und zwar, dass da ein Speicherpunkt ist. Das würde mich mal interessieren, weil bisher habe ich noch nicht rausgefunden, wo hier Speicherpunkte sind. Da ist jemand hochgegangen und hier soll irgendwo was sein. Bist du ein Speicherpunkt? Du da? Nö. Was ist das Ding doch, oder? Ja. Hier vielleicht? Okay, hier ist nix. Na gut, dann folgen wir doch mal dieser geisterhaften Erscheinung dort oben. In der Hoffnung, vielleicht etwas zu finden. Ein Hinweis auf Misaki, wo auch immerhin sie verschwunden ist. Und sie geht so gequält die Treppen hoch. Anstrengend. Du schaffst das schon, Madoka. Mann, komm schon. Wir hatten schon wesentlich anstrengendere Ereignisse mit deinen Vorgängerinnen. Das sieht aus wie Fahrstuhl. Deswegen funktioniert er natürlich auch nicht, da Fahrstühle grundsätzlich nicht zu funktionieren scheinen oder funktionieren wollen. Generell Funktionen, funktionieren und so weiter. Wir folgen aber dem langen Gang und immer überall diese verdammten Masken. Hey, eine Lampe.
Okay, Hauptsache die Lampe ist an. Dann können wir weitergehen. Wuhu! Ich hoffe, wir kriegen noch Charaktere, die schneller rennen können, weil ich habe das Gefühl, das kleine Rückschritt, dass sie noch langsamer ist als ihre Vorgängerinnen. Na, solange wir keinen Kerl spielen müssen, irgendwann, der als Spezialfähigkeit sich hat, sich zu verstecken, ist das okay. Was sagt eigentlich die Uhr? 10 Minuten schon. Okay. Ihr müsst wissen, ich nehme gerade natürlich wieder nachts auf und es ist dunkel. So geil, die Geister sehen so creepy aus in dem Spiel. Ist echt geil gemacht. Oh. Ich freue mich so. So, und hier müsste in der zweiten Etage dieses Office sein, wo der Schlüssel sein soll. Wollen wir doch mal schauen. Hier ist niemand. Ja, wenn wir so blaue Lichter finden, während wir sie anleuchten mit der Taschenlampe, finden wir quasi Items. Ich demonstriere ich das hier mal. Moment. War da das? Da. Ich habe es angeleuchtet und jetzt sehen wir ein Item. Items da mit der Taschenlampe anleuchten, dann kann man sie aufnehmen. Mit A drücken, A gedrückt halten und jetzt kommt nämlich der Creepy-Effekt. Man kann nicht einfach einen Gegenstand so mitnehmen. Ihr seht hier, wenn ich nur kurz A drücke, dann kommt das so und ja. Ich muss den Gegenstand gedrückt halten. Und um den Gegenstand aufzunehmen. Oh Gott, ich traue. Nee, ich nehm's, okay. Memo to the new nurse. Eine Notiz an die neue Krankenschwester. Ich habe dir einen zusätzlichen Museumsschlüssel auf meinem Schreibtisch liegen lassen. Bitte achte darauf, die Türen abzuschließen, wenn du nachts gehst. Es sind wertvolle Gegenstände aufgestellt. Alles klar, also, sie haben den Schlüssel auf den Schreibtisch gelegt, der dann hier sein müsste. Oder auch nicht. Ah, nee, Quatsch. Hier sein müsste. Sorry, Mann, ist ja gut. Okay, ich nehme es schon. Miau. Oh yeah, Asu Museum ist eingraviert auf diesem Schlüssel. Das ist der Schlüssel zum Asu Museum. In dem Raum, bei dem Raum, wo ich sah, dass Misaki reingegangen ist. Open the menu. Achso, ja, ja. Genau, ja, ja, weiß ich. Plus Karte öffnen, minus Menü öffnen. Und siehe an, sie zeigen uns netterweise sogar, für welche Tür der Schlüssel ist. Das ist sehr freundlich. Geil. So, dann wollen wir doch direkt mal zu ihr hingehen. Und ich komme dem Part auch übrigens immer näher ab, wo das Spiel für mich blind wird. Yay. Okay. Was auch immer jetzt hier gerade passiert. Hilfe, schnell weg. Gott, das kann sich keiner anhören. Dass sie da überhaupt einen Song erkennt, wundert mich. Einfach schnell hier raus. Lalala. Mhm, ja, okay. Und schnell weg. Okay, die Arme dreht schon völlig am Rad. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn man sich an der Stelle, wo ich gerade eben war, sich umdreht, um den Geist anzugucken. Ich wollte es bisher nie ausprobieren. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, ob was Schlimmes passiert, aber... Ja, ja. Wie ist das? Garantierter Schockmoment dann quasi für mich wieder mal? So, okay. Bevor wir uns hier weiter umgucken... Ich habe keinen Bock, hier so völlig schutzlos durchzulatschen. Also schnell zu Misaki und in der Hoffnung, irgendetwas zu finden, was uns aber hilft, sich zu wehren. So, jetzt will ich aber noch mal wissen, was ist das hier für ein Ding? Scheinbar gar nichts. Ich hätte wetten können, es wäre ein Speicherpunkt oder sowas. Gut, aber Leute,
bevor wir Misaki folgen, ich hoffe, der erste Part hat euch soweit gefallen von Project Zero mit so gut es geht deutscher Übersetzung meinerseits. Gebt mein Bestes, wir geben unser Bestes. Aber erst im nächsten Part werden wir sehen, was passiert, wenn wir Misaki folgen, und ab da wird es dann auch blind für mich. Bis dahin, ciao.